Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit wegzufliegen? Ich werde hier auch ohne Ende looten müssen gleich. Tragisch natürlich. Jetzt stirb schon. Warte. Fliegt aber auch bis zum Ende noch über alles drüber. Überlebt noch was. Der. Wo kommen die alle her? Ist ja auch irgendwann nochmal gut. So, ich will jetzt erstmal das Flugviech weghaben. What the fuck machst du hier? Okay, erstmal den komischen Roten besiegen. Was ist hier los? Wo kommen die alle her? Was ist das? Aua, 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 aua. Das ist ja fast ein Bosskampf. Okay, einen haben wir. Ich glaube, ich sollte mich erstmal um die Schieß... Kann ich den nicht abbrechen, während er schießt? So, gib ihn. So, ist jetzt... Haben wir jetzt... Ist gleich mal geschafft. Was ist... Wo kamen die alle her? Haben wir sich irgendwie mehrere Missionen überlappt? Defekter Schaltkreis. Maschinenrumpf. Verbeulte Platte. Titanlegion. Oh, Titanlegion. Defekte Batterie. Noch eine makellose Schraube. Was zur Hölle war hier gerade los? Kleines Zahnrad. Ich glaube, hier haben sich zwei Missionen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so viele entgegengeworfen werden. Eine neue Form von eklig. Wie viele Titanlegierungen brauchte man nochmal fürs Waffen-Upgrade? Würde ich nämlich sagen, wir upgraden unsere andere Anfangswaffe. Aber ein Set komplett auf Stufe 3, das wäre ziemlich nice. Müssen wir nur noch rausfinden, wo man auf Stufe 4 upgraden kann. Ich habe eine Mail, oh. Ja, Upgrade. Tugendvertrag, Stufe 3. Stufe 4 weiß er ja nicht. Jorha-Schwert, Bestien oder Tugendabkommen, genau. Am Moment muss ich ja so machen. Titanlegion habe ich sogar genug. Ich brauche noch 3 krumme Drähte. Wo auch immer krumme Drähte herkommen. So, erstmal. Posteingang. Kommandantin, Aufhebung des Suchbefehls. Vor kurzem wurde ein Suchbefehl für ein Jorha-Mitglied, das Chips mit geheimen Informationen besitzen soll, erteilt. Da dieses Individuum bereits gefunden wurde, wurde der Suchbefehl aufgehoben. Des Weiteren wurde das fragliche Mitglied von einem Maschinenwesen getötet. Glücklicherweise konnte unser Team auch die Chips mit den Informationen sicherstellen. Sie haben außerdem die Leiche eines Widerstandsmitglieds gefunden und wir untersuchen gerade, ob es einen Zusammenhang gibt. Was? Ach, habe ich die... Berge die vertraulichen Informationen. Warte. Warte. Wo ist die Wüste? Ich hasse das, wenn sich diese Karte dreht. So rum gehört die Karte. Berge die vertraulichen Informationen, das war doch. Das war doch das mit dem Typen, der eine Familie gründen wollte, oder?
Hilft dem Widerstandsmitglied in der Ruinenstadt die Plug-in-Chips. Ja. Defekte Yor mit der Nummer aus ihnen seine neue Familie zu machen. Jedoch wurden sie alle von Maschinen angegriffen und getötet. Scheiße. Ich glaube, da konnte man auch nichts gegen machen. Ja, ich glaube, da kann man nichts gegen machen, weil ich hätte keine andere Möglichkeit, als ihm die Chips zu geben, oder? Oder hätte ich da was besser machen können? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwas verkackt habe. Oh, ärgerlich. Hab grad kurz gedacht, es geht um die vermissten Soldaten. So, zum Glück sind wir hier direkt bei der Maschine. Es ist hier. Hier ist wahrscheinlich jetzt. Ah, ich glaube, das ist der Kopf, oder? Ja. Nee, das ist der Kopf. Das ist der Typ. Ja, das ist die Kopfmission. 53 Minuten später. Schauen wir mal, was wir haben. What? Was zum Fick war das? Mein Name ist Engels, Seriennummer 110B. Ja. Ich wurde im Kalenderjahr. Alter, sieht das seltsam aus, wenn der spricht. Ich wurde im Kalenderjahr AD 11.934 der Menschen hergestellt. Im August desselben Jahres begann mein Einsatz. Er bitte Bestätigung des aktuellen Status. Das Ding wird immer gesprächiger. Er bitte Bestätigung des aktuellen Status. Nun, du wurdest von uns Androiden besiegt. Deshalb kannst du dich nicht bewegen. Und daher solltest du jetzt alle geheimen Informationen übergeben, über die du verfügst. Verstanden. Aufgabenbelohnung 5000 Gold, 750 Erfahrung. Archiv erhalten. Engels 110B, Aufzeichnung 0010. Das war überraschend einfach. Mein Auftrag ist bereits abgeschlossen. Mein Kommandant ist abwesend. Ich habe keinen Befehl, geheime Informationen zurückzuhalten. Doch als Kampfwaffe verfüge ich nicht über große Datenmengen. Ihr solltet nicht allzu viel erfahren. Das werden wir bedenken. Reparaturen abgeschlossen. Maschinenprüfung 2 aktualisiert. Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen. Okay. Müde. Bist ein fucking Roboter. Seit wann sind Roboter müde? Jetzt weiß ich auch, der schwarze Punkt ist nicht das Ding, das der schwarze Punkt ist der Kopf. Irgendwie tut er mir jetzt so ein bisschen leid. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Das trifft die Situation nicht so ganz. Bitte besucht mich wieder. Warum? Weil ich nichts zu tun habe. Willst du damit sagen, dass du Langeweile hast? Oh, jetzt tut er mir richtig leid. Oh, armer Engels. Ja, toll, wenn du Besuch willst, dann sag das. Na gut, ihm fehlen beide Arme. Okay. So viel dazu. Hätten wir das. Was haben wir denn noch zu tun? Ups, aktive Aufgaben. Der Umzug wurde ausgelöscht. Ach, verdammt. Ich dachte, wir hätten es geschafft. Na, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu viel. Oder es lag wirklich daran, dass dann noch die zweite, die andere Quest dazwischen kam. Aber ich glaube, dass der große war von der anderen Quest. Aber ich glaube, dass die ganzen Kleinen, die mich so auf gut Englisch geraped haben, klingt in dem Zusammenhang, dass man einen weiblichen Charakter spielt, zwar nicht so gut, aber es ist ja auch so gemeint.
Naja, ein Notfalleinsatz ist gerade von der Kommandantin eingetroffen. Ja, Einheiten 8B. Überlaufnahme des Widerstands, sagt ihr. Man muss sie finden und sich um sie kümmern. Ich verstehe es nicht, wo ich die finde. Keine Ahnung. Na, ganz ehrlich, wir sind hier alle seltsame Maschinen. Ich meine, die Androiden sind ja auch Maschinen. Ich frage mich sowieso, warum die Androiden. Ich meine, sie können Gefühle haben, das haben sie bewiesen. Aber ich frage mich, warum die nicht mehr Sympathie für die Maschinen hier empfinden. Ach cool, der guckt mir jetzt sogar hinterher. Oh, wie niedlich ist das denn? Also niedlich ein mehrere Tonnen schwerer Bergbau-Kampfroboter halt sein kann. Das wird bestimmt noch interessant. Oder er steht plötzlich wieder auf und killt mich. Das kann natürlich auch passieren. So, hallo Schweinchen. Tschüss, Schweinchen. Ihr rammt mich heute nicht. So, und jetzt müssen wir noch darüber. Und diesmal springe ich richtig. Sprung, Dash, Sprung. Perfekt. So, hier, ich habe deinen Kram. Ja, Vater Servo benötigt eine intakte Schraube und eine defekte Batterie. Ja, ich dachte, ich habe alles für dich. Was fehlt denn? Ah, jetzt fehlt wieder die schwarze Schraube. Die Dingsschraube. Und wie kriege ich die jetzt her? Das Gebiet, in dem ich die finden soll, ist ja nicht mehr markiert. Oder? Kartenmodus. Nee, das ist nicht mehr markiert. Dann haben wir nur den Umzug. Ärger schlichten. Das wandernde Paar, aber da hinten kommen wir überall nicht hin. Mich wurmt es halt, dass wir das mit diesen Yorha-Verrätern nicht hinkriegen. Warum gibt es Maschinenprüfung 2 auch noch? Aufgaben. Aktive Aufgaben. Engels dankte der. Ah, ich kann gar nicht scrollen. Engels dankte der Gruppe für die Reparaturen und übergab ihnen alle Informationen über Maschinenwesen, die er besaß. Jetzt genießt er seine ausgedehnte Freizeit und freut sich sehr auf die künftigen Gespräche. Okay. Wo bekomme ich jetzt so eine Schraube her? Ich hätte vielleicht vorher mir mal das Gebiet angucken sollen, dass ich dafür muss. Ja, also im Prinzip haben ja diese großen Zweiarmroboter mir diesen Kram gegeben. Also müsste ich davon einen finden. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon wieder mit dir reden kann, oder? Du bist wahrscheinlich immer noch müde. Hups. Hallo, Androiden. Ich habe nichts zu tun. Erzählt mir eine Geschichte. Wie bitte? Es gibt nicht viel, das wir dir erzählen können. Die meisten unserer Daten sind geheim. Eine Geschichte aus der Vergangenheit wäre schön. Erzählt mir davon, wie diese Stadt einst war. Tja, ich schätze, das können wir versuchen. Diese Stadt war einst die Heimat vieler Menschen. Unzählige Menschen? Etwas in der Art. Kannst du dich nicht daran erinnern, sie von hier vertrieben zu haben? Als ich hergestellt wurde, waren die Menschen bereits weg. Alles, was ich kenne, ist der Ruin und Androiden. Trotzdem, erwarte nicht, dass wir dir die Sünden deines Volkes vergeben.
Maschinenwesen begreifen das Konzept der Sünde nicht. Lass uns gehen, 2W. Klingt gut. Das finde ich sowieso, Erbschuld sollte doch eigentlich schon längst behoben sein. Oder nicht? Bin müde, ich muss mich ausruhen, ja. Ich meine, also dass quasi jemand anderes für die Schuld, die jemand seines Volkes gemacht hat, verantwortlich ist. Früher, also ganz früher war es ja so, dass man quasi, also wenn zum Beispiel, also konnte man quasi Strafen dafür für etwas bekommen, dass jemand anderes aus der Familie gemacht hat. Also quasi irgendwie dein Vater hat keine Ahnung jemanden umgebracht. Oder keine Ahnung, dem, was weiß ich, Kaiser oder sonst was, irgendwas gestohlen. Und dann gab es natürlich eine Strafe. Die Strafe muss dann aber nicht zwangsweise nur die Person betreffen, die die Tat begangen hat. Sondern es kann zum Beispiel sein, dass selbst die Kinder dann noch diese Strafe mittragen müssen. Oder andere Familienmitglieder. Das nennt man dann Erbschuld. Das ist quasi die Schuld. Die Schuld an einer Tat, die der Vater oder Großvater begangen hat, auch an die Kinder mitvererbt wurde. Und das Konzept von dem, dachte ich, hätte man sich schon lange, lange, lange getrennt. Davon müssten die sich hier ja auch getrennt haben. Weil es macht rein logisch keinen Sinn und es ist einfach total idiotisch. Die Leute, also quasi jemanden für etwas zur Verantwortung zu ziehen, für das er gar nichts konnte. Also beispielsweise, wenn das angenommen, das sind eigene Intelligenzen, dann wäre es falsch, ihn hier für den Tod also für das Vertreiben der Menschen verantwortlich zu machen, weil er zu dieser Zeit noch nicht gelebt hat. Er kann nichts dafür, dass die Menschen hier vertrieben wurden. Er war da noch nicht da. Er hätte nichts dagegen tun können. Und das ist ein Konzept, was es zum Glück bei uns ja auch nicht mehr gibt. Also wenn jemand Mist gebaut hat, dann ist er daran schuld und er ganz alleine. Und ich sollte aufhören, hier sinnlos durch die Gegend zu rennen. Ich hole mir mal kurz ein Ziel, guck mal kurz, was wir als nächstes machen, bevor ich weiter erzähle. Ich würde echt gerne wissen, was das mit diesen Yorha-Verrätern auf sich hat. Ansonsten haben wir nämlich, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Hier kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch nicht hin. Das mit dem, das Wettrennen, das mache ich später. Ich würde sagen, ich suche noch mal nach den Yorha-Verrätern. Ein wenig. Beziehungsweise vielleicht sind die auch da drin. Ach, wisst ihr was? Ich habe ja mich eigentlich schon umgeguckt. Eigentlich können wir zu Pascals Dorf gehen. Umzugsbegleitung ist immer noch zu hart, finde ich. Also das Problem ist nicht, die kaputt zu kriegen, sondern den Zug zu beschützen. Da muss ich. Ich denke mal, wenn ich Level 25, ja, 28, also mit Level 30 sollte es auf jeden Fall klappen. Ich guck mal, ich könnte jetzt noch aufleveln, aber habe ich keine Lust zu. Würde ich sagen, gehen wir zu Pascals Dorf und machen, was müssen wir überhaupt machen bei ihm? Hätte ich schon wieder völlig vergessen. Kartenmodus. Was müssen wir jetzt bei Pascal machen? Na. Jetzt die Steuerung dieser Karte. Ich will mich nicht darauf festlegen. Aktuelles Ziel steht da nur. Super. Aber ich glaube, das steht da gleich am Rand auch. So, wo war ich? Ach ja, genau. Erbschuld. Also, es macht halt einfach keinen Sinn, Schuld an etwas zu vererben. Ich weiß auch nicht, was sich die Menschen damals dabei gedacht haben. Gut, es ist natürlich praktisch, weil, also praktisch in Form von, du kannst halt dafür sorgen, dass die Leute
Angst, deutlich mehr Angst davor haben, Straftaten zu begehen, weil oder überhaupt sich gegen den aktuellen Herrscher aufzulehnen, weil wenn du zum Beispiel in den Widerstand gehst oder versuchst, eine Revolution zu machen oder jemanden zu stürzen, weißt du ganz genau, dass bei einem Verbrechen wie Hochverrat, dass selbst, dass deine Kinder, falls du welche hast, oder andere Familienangehörige ebenfalls bestraft werden, obwohl sie nichts dafür können, was du getan hast. Und damit leiden dann quasi, weil du Mist gebaut hast, Unschuldige darunter. Ist natürlich eher so, dass Unschuldige darunter leiden, weil der Herrscher da irgendwelche Kack-Erbschuld macht. Aber ja, ich bin froh, dass wir das nicht mehr haben, dieses Konzept.